Vergrößern, Verkleinern. Fans von Eintracht Frankfurt demonstrierten für einen neuen Vertrag für Alex Meyer. Urheberrecht DPR Picture Alliance. Nach 14 Jahren bei Eintracht Frankfurt bekommt Alex Meyer keinen neuen Vertrag. Die Fans stehen weiter hinter ihm und demonstrieren für einen Verbleib. Fans von Eintracht Frankfurt haben am Sonntag vor der Commerzbank Arena für einen neuen Vertrag für Fußballgott Alex Meyer demonstriert. Zu der Kundgebung kamen allerdings laut Berichten der Hessenschau nur rund 400 Anhänger und damit deutlich weniger als die von Initiator Marco Russo erhofften 2000 bis 2500 Teilnehmer. Dennoch machte sich Russo in seiner Ansprache für einen Verbleib des Publikumslieblings stark. Er stand immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. So einen Typ brauchen wir auch in Zukunft. Für diese Überzeugung sind wir hier, sagte Russo und sprach von einem Unding, ihn einfach so fallen zu lassen. Auf den Plakaten der Demonstranten waren Slogans wie Alex Meyer muss bleiben, Alex Meyer, ohne dich ist alles doof und Vereinstreue, Loyalität und Werte, Alex Meyer zu lesen. Meyer war von der sportlichen Leitung des Bundesligisten überraschend kein neuer Vertrag mehr angeboten worden. Der 35-Jährige trug 14 Jahre das Trikot der Hessen, hatte zuletzt mit einer langwierigen Sprunggelenksverletzung zu kämpfen. Bei seinem Comeback am vorletzten Spieltag gegen den Hamburger SV traf Meyer zum 3:0 in Stand. Beim Triumph im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern stand Meyer nicht im Kader. Der Stürmer selbst hatte enttäuscht darauf reagiert, dass er keinen neuen Vertrag bekommen hatte. Ich kann mir gar nicht vorstellen, aus dem Urlaub zu kommen, nicht in Frankfurt zu landen und bei der Eintracht das Training aufzunehmen. Es ist sehr traurig, ich bin sehr traurig. Ich wollte meine Karriere doch bei der Eintracht beenden, hatte er der Frankfurter Rundschau gesagt.